wallendes, volles Haar haben. Das bedeutet, dass der eine vielleicht ganz feines Haar hat und der nächste hat ganz kräftiges, volles, lockiges Haar. Aber jeder hat für seine Konstitution ganz gesundes Haar und gesunde Haut. Und es bedeutet, wenn unsere Verdauung gut funktioniert, dass wir alles gut ausscheiden können. Das ist auch wichtig, damit sich nicht irgendwelche Stoffe, die unser Körper eigentlich gar nicht braucht, überall ablagern. Da vielleicht Wasser anziehen, dann schwellen uns die Beine an. Oder sich vielleicht auch im Gehirn ablagern, dann können wir nicht mehr richtig denken. Oder haben das Gefühl, so Watte im Kopf, das kennt ihr vielleicht auch. Und was passiert noch, wenn wir gesund sind, laut Ayurveda? Die ganz speziellen und individuellen positiven Gaben, die wir mitbekommen haben, die wir durch unsere Doshas bekommen, die können überfließen. Das heißt, ich bin ein Geschenk für die Gemeinschaft, ohne dass ich mich dafür anstrengen muss. Und ich habe ganz spezielle Eigenschaften, die ich einfach aus reinem Überfluss mit meinem Umfeld teile. Und das finde ich eine richtig, richtig schöne Definition von Gesundheit. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht. Mir geht das Herz auf. Ich habe gerade Martin zugehört bei seinem TCM-Vortrag. Ich fand es so toll, als er übers Herz gesprochen hat. Wir haben Lust am Leben. Wir wollen morgens aufstehen, wenn wir gesund sind. Wir haben Ziele, die wir verwirklichen wollen. Wir gehen dafür. Wir fühlen uns wohl. Und wenn das Ziel nur ist, den Tag zu genießen, das müssen keine riesengroßen, höher gesteckten Ziele sein. Und wir sind ausgeglichen. Wir haben Wohlbefinden auf allen Ebenen. Das bedeutet körperlich, uns tut nichts weh, wir haben keine körperlichen Symptome. Das bedeutet geistig, wir haben das Gefühl, auch in der Lage zu sein, neuen Herausforderungen zu begegnen. Und es bedeutet im Ayurveda auch immer seelisch. Das heißt, unsere Seele kann den Weg gehen, die Erfahrungen machen, für die sie inkarniert ist in diesem Körper. Weil im Ayurveda gehen wir tatsächlich auch davon aus, dass nicht nach einer Lebensspanne schon Schluss ist, sondern dass das Ganze weitergeht. Dass wir den Körper verlassen und uns in einem anderen Körper nochmal eine andere Erfahrung anschauen wollen. Und diesen Weg gehen zu dürfen, uns selbst das zu erlauben, das gehört zur Gesundheit dazu im Ayurveda. Jetzt kommen wir zu den Doshas. Dosha bedeutet übersetzt bei Sanskrit, passt bitte immer auf, wenn ihr Übersetzungen seht, wo ein Sanskrit-Wort mit einem deutschen Wort übersetzt wird, die sind meistens ungenau. Beim Sanskrit ist es so, dass ein Wort einen kompletten Begriff umreißt. Das heißt, Dosha wird sehr oft mit Fehler übersetzt. Stimmt aber nicht. Dosha bedeutet, was einen Fehler verursachen kann. Also wenn dieses Dosha sich im Körper ansammelt, dann kann das Symptome hervorrufen und wir fühlen uns nicht mehr gesund. Es kann einen Fehler verursachen, aber ein Fehler ist es nicht. Wenn es ein Fehler wäre, würden wir auch ganz schön alt aussehen, weil die Doshas werden wir in dem Leben nicht mehr los. Und im nächsten wahrscheinlich auch nicht. Die gehören zu unserer stofflichen Existenz dazu. Die haben die Tiere auch, die haben die Pflanzen auch, die sind sogar im Wetter, die begleiten uns, solange wir hier auf dem Planeten sind. Drei Stück gibt es davon. Das erste, das ich erklären möchte, ist das Vata Dosha. Das seht ihr auf dem Bild hier ganz oben. Und es steht da nicht zufällig ganz oben, denn es ist das leichteste der drei. Sehr beweglich, repräsentiert durch die Elemente Luft und Äther. Äther bedeutet leerer Raum. Also das, was du siehst, wenn du in die unendlichen Weiten in den Himmel hochguckst. Das repräsentiert so am ehesten das Ätherelement. So großer Raum, wie du dir nur vorstellen kannst, das ist das Ätherelement. Und diese beiden bilden das Vata-Dosha in unserem Körper und auch in der Natur draußen. Das heißt, wann immer es sehr windig ist, die Luft bewegt sich, haben wir Vata-Reize in unserem Umfeld. Dann gibt es das Pitta-Dosha. Seht ihr rechts unten bei euch? Das setzt sich zusammen aus Feuer und einem kleinen Hauch Wasser. Ihr könnt euch vorstellen, dass das ganz schön explosiv werden kann. Hier haben wir ein Element, das ist stofflicher. Das können wir schon sehen. Luft zu sehen ist schwierig. Das geht, wenn sie was bewegt, aber ansonsten sieht man die Luft eher nicht. Es ist schon sichtbar. Es ist Hitze, es ist Intensität. Wir spüren es ganz deutlich in schwül-warmen Sommern.
wenn man es kaum noch aushalten kann draußen, wenn es nachts noch über 25 Grad hat, dann kommen wir mit dem Element in Kontakt. Das Vata-Dosha. Und dann gibt es das Kapha-Dosha. Das seht ihr unten links bei euch. Das setzt sich zusammen aus Erde und Wasser. Und ihr kriegt vielleicht schon ein Gefühl dafür, es ist statischer, es ist stabiler, es ist ein bisschen glitschig, es ist wie Matsch. Ja, nur das Matsch finde ich, was sehr, sehr Positives ist. Zusammenhaltend, man kann eine Menge Spaß damit haben und sehr, sehr nährend für die Haut. Denkt an Heilerdebehandlungen, wo die Haut danach wunderschön glatt und zart ist. Das ist die Qualität dieses Doshas. Jeder von uns, die wir hier sind, jeder von euch, die ihr zuhört, hat alle drei. Wenn ein Mensch nur zwei Doshas hätte, dann würde er nicht mehr leben. Denn jedes dieser drei Doshas ist sehr, sehr wichtig für unterschiedliche von unseren Körperfunktionen. Jeder Mensch hat aber alle drei in einer vollständig individuellen Grundkonstitution. Nicht zwei Menschen auf dem Planeten sind gleich. Und das ist, was uns alle verbindet miteinander. Dieses Einzigartigsein, das hat jeder von uns. Auf diese Grundkonstitution setzt sich dann irgendwann durch das, was in unserer Umgebung passiert, durch die Art, wie wir leben, durch die Art, wie wir essen, eine sogenannte Prakriti obendrauf. Das sind die Ungleichgewichte. Und die Ungleichgewichte sehen wir dann teilweise relativ schnell in körperlichen oder auch in psychischen Symptomen. Um euch das ein bisschen zu verbildlichen, habe ich hier mal was vorbereitet. Wehe, ihr lacht. So, da ist es offensichtlich sogar gelöscht worden. Dann male ich es euch nochmal schnell auf. Einmal zeichnen, bitte. Angenommen, das hier ist jetzt das Vata des Menschen. Das ist das, was er von Geburt an Vata-Element mitbekommen hat. Vielleicht ein bisschen viel. Dann hat er hier ein bisschen Pitta abgekriegt. Und das Kapha, das gibt es auch irgendwo. Bei den meisten von uns ist es tatsächlich so, dass ein oder zwei Doshas sehr stark im Vordergrund stehen, wie hier diese beiden, und das andere so eine Seitenrolle einnimmt. Es gibt auch wenige Menschen, bei denen es wirklich nur eins ganz stark ausgeprägt. Und es gibt Menschen, die haben alle drei in einem relativ ähnlichen Verhältnis. Das ist fast genauso selten. Das ist ganz, ganz, ganz selten, diese sogenannten Tridosha-Konstitutionen. So. Und so ist jetzt letzten Endes die Grundkonstitution von diesem Menschen. Und dann passiert das Leben, das passiert uns allen. Und dann setzt sich hier vielleicht ein enormer Vata-Überschuss drauf. Woher das kommt, hören wir gleich. Oder woher es kommen kann. Und das Pitta wird vielleicht auch noch mehr. Das Vata wird vielleicht mehr, weil gerade der Herbst ist. Und das Pitta wird vielleicht mehr, weil derjenige jeden Tag sehr scharf isst. Und da werden wir dann körperliche Symptome haben. Wie die aussehen können, besprechen wir gleich. Das Grüne würde man Vikriti nennen und das Rote nennen wir Prakriti, die erworbenen Ungleichgewichte. Und wenn wir es schaffen, die hier zu balancieren und wieder zu unserer ureigenen, ursprünglichen Grundkonstitution zurückzufinden, dann haben wir eine richtig gute Basis, um gesund zu sein. Und dann werden die positiven Eigenschaften, die jedes Dosha mit sich bringt, überfließen und uns und unser Umfeld beschenken. Woran erkennen wir denn nun die Doshas? Weil wir wüssten ja schon ganz gerne, wie unsere Grundkonstitution aussieht. In der Anfangszeit, wenn das alles neu für dich ist, dann fällt es dir vielleicht eine Weile noch schwer, die Grundkonstitution und die Ungleichgewichte gegeneinander abzugrenzen. Was ist jetzt ein natürliches Viel an einem Dosha und was ist jetzt dieses Ungleichgewicht, das sich da oben drauf gesetzt hat? Mach dir nichts draus. Du kannst als erstes mal davon ausgehen, sowohl in deinem Umfeld als auch wenn du in der Praxis arbeiten solltest, die Menschen, die zu dir kommen, die haben alle irgendwo ein Ungleichgewicht. Und es ist immer erstmal gut zu gucken, womit fühlt der Mensch sich wohl? Und womit fühlt der Mensch sich nicht wohl? Und da, wo sich jemand nicht wohl fühlt, können wir gucken, wo die Ungleichgewichte sitzen.
Also, woran erkennen wir die Doshas im Körper? Das könnte so aussehen. Nicht jeder Mensch, der ein hohes Vata-Dosha hat, ihr seht die hübsche Dame ganz bei euch gesehen, links mit den blonden Haaren, nicht jeder Mensch, der von Geburt an ein hohes Vata-Dosha hat, ist zwangsläufig blond. Die Leute haben teilweise auch dunkle Haare. Und bitte denkt dran, dass die meisten von uns immer zwei von diesen Doshas haben. Was ihr aber sehr schön sehen könnt, ist der Körperbau. Sehr zart, sehr schlank, filigran, ganz schlanke Taille, sehr schmales Becken. Bei Männern sieht es ähnlich aus. Die können durchaus schöne breite Schultern haben, sind oft sehr groß oder ganz klein. Mittendrin selten, wenn sie viel Vata haben. Und manchmal, wenn die groß sind, machen die so den hier. Kennt ihr das? Mhm. Ja, genau. Das hat mit dem Vata-Dosha zu tun. Das Gesicht oft sehr interessant. Große Nase, große Ohren, vielleicht ein bisschen tiefliegende Augen. Jetzt nicht so 0815 hübsch, aber einfach interessant anzuschauen. Hohe, große Wangenknochen teilweise. Sehr kantiger, ausgeprägter Kiefer und vorspringendes Kinn. Das sind alles so Sachen, die wir da teilweise sehen. Vata merken wir auch daran oft, die Leute sind immer in Bewegung. Sprechen, wenn es ihnen gut geht, gerne und viel und die Themen springen. Wie der Wind, der hierhin weht und plötzlich woanders hin. Manchmal ist es für andere Menschen schwer, diesen Menschen zu folgen, wenn die was erzählen. Bei sehr begeisterten Menschen können wir das teilweise sehen, wenn die sich schon fast überschlagen beim Sprechen. Da könnt ihr die Vata-Ausprägung sehen. Von der Haut her ist die Haut sehr zart. Sie kann hell sein, sie kann dunkler sein. Die neigen nicht zu Sonnenbrand. Auch wenn die Haut hell ist, das sind dann so Leute, die sagen, nö, Sonnenbrand kriege ich nicht, braun werde ich auch nicht. Das gibt es durchaus, relativ selten. Beim Pitta-Dosha seht ihr auf dem Foto sehr schön, es ist ein bisschen mehr dran an der Dame. Besonders ins Auge springen ihre Lippen. Das ist jetzt nicht Lippenstift, sondern die Menschen, die viel Pitta-Dosha haben, bei mir könnt ihr es ein kleines bisschen sehen, haben meistens sehr gut durchblutete, sehr rote Lippen. Nicht unbedingt sehr voll, aber rot. Und auch schöne rote Wangen, die sieht man jetzt bei ihr nicht so. Und unbedingt auch rotes Haar. Ich weiß, dass das bisschen, was ich an Haaren habe, für euch gerade sehr dunkel aussieht. Aber wenn ich sie wachsen lassen würde, dann hätten die einen Rotschimmer tatsächlich. Die Haut ist oft auch so rosig, hat einen leichten Glanz, einen Schimmer und die bekommen oft sehr, sehr schnell Sonnenbrand. Je mehr Pitta-Dosha ein Mensch hat, umso schneller kriegt er Sonnenbrand. Bei mir sind es im Sommer tatsächlich 2 bis 5 Minuten in der Mittagssonne, dann ist rum. Dann sehe ich aus wie ein Hummer. Ich möchte da aber auch nicht mehr in die Sonne gehen. Diese Menschen reagieren empfindlich auf Sonne, so wie die Dame ganz links, die würde auf Zugluft reagieren. Warum, das schauen wir uns gleich noch genauer an. Die wollen nicht in die Sonne gehen. Die kriegen schneller einen Sonnenstich, die kriegen schneller einen Sonnenbrand. Und die Dame mit dem Kapha-Dosha, da könnt ihr sehen, alles ist schön rund, die Schultern sind wunderbar rund, das Gesicht ist total harmonisch und schön. Kennt ihr das? Diese Frauen, die so wunderschöne Gesichter haben mit ausdrucksstarken Augen, ganz sanft um die Augen und alles sieht so harmonisch aus, als wäre es gezeichnet. Das hat mit dem Kapha-Dosha zu tun. Haben oft einen sehr, sehr, sehr harmonischen Körperbau, haben unglaublich viel Kraft, sowohl muskulär. Das sind so Leute, wenn die dich drücken, dann denkst du manchmal, hallo, hallo, Luft. Die wissen gar nicht, wie viel Kraft sie haben oftmals. Und sie haben eine unglaublich gute Grundkonstitution. Also die werden nur ganz, 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 ganz selten krank. Wenn, dann sind sie meistens irgendwo verschleimt. Sowohl die Frauen als auch die Männer neigen dazu, ein bisschen rund zu werden. Da ist es für diese Menschen ist es sehr wichtig, wirklich gut auf ihre Ernährung zu achten. Den anderen beiden tut die Ernährung, wenn sie nicht drauf achten, auch nicht gut. Aber es äußert sich anders. Und bei diesem Dosha kann es tatsächlich dann passieren, dass man in Übergewicht reinrutscht, wo man dann sehr, sehr lange braucht, bis man es wieder loswerden kann. Aber bitte, Menschen mit viel Kapha-Dosha sind nicht zwangsläufig dick. Ganz, ganz wichtig zu berücksichtigen. Ihr könnt es zum Teil auch sehen, meistens in Kombination mit dem Pitta-Dosha, bei vielen Südländern.
Griechen, Italiener, die arabischen Länder, die Inder, auch in Afrika ist es viel vorhanden, das Kapha-Dosha. Also diese Menschen, die einfach so auch so schöne samtene Haut haben, die ist nicht unbedingt feinporig, aber die ist immer ein bisschen wie eingecremt. Nicht zu fettig, sondern einfach sehr elastisch, sehr gut genährt. Ganz, ganz tolle Konstitution haben diese Menschen. Auch sehr volles Haar, oft dunkler tatsächlich hier, meistens schwarz und richtig dick und glänzend. Und die behalten ihr Haar sehr oft bis ins hohe Alter. Die Menschen mit dem Vata-Dosha, wenn ihr noch mal ganz nach links schaut, die haben ganz zartes, feines Haar. Das wird dann auch sehr oft sehr schnell dünn, wenn die ein bisschen älter werden. Aber es wird gleichmäßig weniger. Beim Pitta in der Mitte ganz klassisch, ihr seht es bei mir, ne? Ja. Es ist nicht so arg viel, ich bin ja auch schon über 30, aber bei den Männern sieht man es oft noch mehr, teilweise schon mit 20, Geheimratsecken. Pitta macht, dass Haare ausfallen, tatsächlich. Und Kapha macht, dass Haare festgehalten werden. Das heißt, Menschen, die Kapha-Dosha haben, klebrig, ne? Wasser und Erde wird klebrig, das hält die Haare besser fest. Wir haben gesagt, unser Ziel ist es, an unsere Vikriti zurückzukommen, da den Weg wieder hinzufinden. Dann ist es gut zu schauen, was die einzelnen Doshas denn in unserem Körper erhöht, weil dann können wir das einfach vermeiden, und zwar im Ayurveda nach dem Prinzip, das Gegenteil gleicht aus. Heißt, wenn es viel Wind gibt, dann trägst du eine Mütze. Beim Vata. Vata wird mehr, wenn es windig ist. Luft- und Ätherelement. Beschäftigt euch, wenn euch das interessiert, möglichst viel mit den Elementen. Je mehr ihr euch mit den Elementen beschäftigt, umso leichter wird es euch fallen, Ayurveda zu verstehen. Das geht wirklich nebenbei. Das werdet ihr ganz schnell merken. Wind und eisige Kälte, also wirklich Frost. Der Boden ist zugefroren, hatten wir dieses Jahr fast gar nicht. Aber dafür hatten wir sehr viel Wind. Hektik und Stress, dieses, oh Gott, ich muss noch, ich muss noch, ich muss noch. Ja, dieser Zustand, wo ihr bestimmt alle schon beobachtet habt, dass ihr total schnell Sachen vergesst. Das hat mit dem Vata-Dosha zu tun. Ich bin durch den Wind. Auch Dinge, die uns einfach aus der Bahn werfen. Todesfall der Eltern. Das ist was, was uns erstmal kurz die Wurzeln rauszieht, weil unsere Eltern sind unsere Wurzeln in dieser Welt. Und da sind wir erstmal in so einem Zustand drin, wir schlafen nicht mehr gut, weil wir keine Bettschwere mehr haben. Und wir fühlen uns innerlich vielleicht nervös und können uns überhaupt nicht erklären, warum. Aus ayurvedischer Sicht ist das alles völlig natürlich. Das ist eine Phase der Trauer, die geht vorbei. Wir hier in Deutschland versuchen leider oft, es dann wegzudrücken. Und das kann dazu führen, dass sich Doshas im Körper ansammeln. Wenn man viel spricht, wird dieses Dosha auch mehr. Ich merke das sehr stark, wenn ich unterrichte bei Thalamus 3 Tage. Wenn ich 3 Tage sehr viel gesprochen habe, sehr viel angeleitet habe, sehr viel erklärt habe, dann wird dieses Dosha bei mir mehr, auch wenn ich normalerweise gar nicht so viel mit dem zu tun habe. Lärm erhöht es auch. Gleichzeitig kannst du beobachten, dass Menschen, die von Haus aus viel von diesem Dosha haben, sehr empfindlich auf Lärm reagieren. Ich habe mit Vata nur am Rande zu tun. Mein Hauptdosha ist das Pitta-Dosha. Ich bin überhaupt nicht lärmempfindlich. Da muss schon viel passieren, dass mir mal was richtig auf den Keks geht. Meistens muss es über mehrere Tage am Stück sein. Schönes Beispiel, das Kind deiner Nachbarn nimmt Geigenunterricht. Ja? Das kennst du vielleicht selber. Am ersten Tag denkst du dir, naja, David Garrett hat auch mal klein angefangen. Und so spätestens ab Tag 3 wird es eng. Und am Tag 4 wünschst du dir bei der ersten Note, die dieses Kind spielt, du hättest einen Presslufthammer. Ganz einfache Lösung. Stöpsel in die Ohren. Oropax. Ich habe immer welche zu Hause, und wenn mir mal die Straßenbauarbeiten zu viel werden oder wenn mal irgendwas ist, ja, dann schalte ich auf Mute. Ganz einfach. Für diese Menschen essentiell zu lernen, dass sie nicht den Lärm ausschalten können, dass er aber auch ihr Leben nicht regieren muss. Diese Menschen neigen auch zu Tinnitus, tatsächlich. Trockene und stark verarbeitete Nahrung erhöht dieses Dosha.
Also alles, was Convenience Food ist. Tiefkühl, vor allem Tiefkühl, denkt dran, eisige Kälte, ne? Auch frisches, tiefgekühltes Gemüse. Tiefkühl, Fertigsachen, also auch die nicht tiefgekühlt sind. Auch die Sachen, die seit 2,5 Stunden in der Warmhalteschale liegen, in der Kantine. Solche Dinge erhöhen dieses Dosha. Und trockene Nahrung auch im Sinne von zum Beispiel ganz trockene, nicht gewürzte Cracker. Oder Nahrung, die uns einfach nicht richtig erdet. Sehr viel von diesem Niedrigkalorienessen. Null Kalorien gehört hier mit rein. Das ist zu trocken, es nährt uns nicht gut. Sojamilch ist übrigens auch sowas, das wirkt austrocknend auf den Körper. Ihr könnt es mal beobachten. Ich bekomme, wenn ich Sojamilch trinke, tatsächlich sehr starke Blähungen. Also es ist ein Nahrungsmittel, das sehr stark austrocknet. Blähungen gehören hier übrigens auch hin, wenn sie nicht riechen. Ja, wir reden über Körperausscheidungen im Ayurveda. Weil es ist ja letzten Endes Wind in deinem Darm. Flackerndes Licht macht es mehr. Diese schnellen Impulse in kurzer Zeit. Strobolichter. Vata gehört im Körper auch zum Nervensystem. Und viele von euch wissen vielleicht, dass dieses Strobolicht, dieses Flackerlicht, zum Beispiel epileptische Anfälle auslösen kann. Wichtig hier auch zu wissen, finde ich, dieses Flackerlicht haben wir in all unseren modernen Medien. Laptop, Smartphone, Tablet, PC. Bei E-Book-Readern ist es ein bisschen besser. Fernseher selbstverständlich. Da ändert auch das HD nichts dran. Wenn ihr ein Experiment machen wollt, probiert es aus. Filmt mal euren Laptop-Bildschirm oder euer Smartphone und gebt es dann in Slow-Mo wieder. Slow-Motion, verlangsamte Geschwindigkeit. Dann werdet ihr sehen, wie das die ganze Zeit flackert. Auch unser LED-Licht, unsere Energiesparlampen, alles gepulstes Licht. Alles Licht, das ganz, ganz schnell flackert. So schnell, dass unser Auge das nicht wahrnehmen kann, unser Nervensystem aber schon. Und das erhöht die ganze Zeit das Vata-Dosha. Weite Reisen und viel unterwegs zu sein. Jetlag, kennt ihr alle, wart bestimmt schon mal in Übersee. Oder auch diese Familienbesuche teilweise an Weihnachten. Ne? Erst fährt man zur Tante Trude und dann fährt man zum Onkel Egon und dann muss man irgendwie noch die Eltern vom Lebensgefährten mit auf die Reihe kriegen. Da ist man danach auch völlig durch. Weil wir reden viel, wir reisen viel und beides erhöht das Vata-Dosha. Die Geschmacksrichtungen bitter, scharf und herb oder zusammenziehend, das was hinten so ein bisschen kitzelt im Hals, das kennen wir nicht so gut in Deutschland, gibt es aber, beim Salbei ist es das bekannteste Beispiel, das mir einfällt, die erhöhen es auch. Und noch kurz 2, 3 Sätze dazu, was passiert, wenn es erhöht ist. Wenn ich es von Natur aus viel habe, passiert erstmal noch nichts, aber es passiert, dass ich schneller spüre, wenn es noch mehr wird. Also die Menschen, die von Haus aus viel von diesem Dosha haben, die in ihrer Vikriti viel von diesem Dosha haben, die spüren ganz schnell, wenn es aus dem Lot geht. Was passiert dann? Schmerzen. Die gehen übers Nervensystem, wirklich nicht mehr stofflich, das sind elektrische Reize großteils. Alle Arten von Schmerzen, vor allem Gelenkschmerzen. Gelenke sind beweglich, Luft ist beweglich. Verstopfung. Der Darm ist zu trocken. Trockenheit überhaupt. An der Haut, an den Haaren, an den Lippen kann man es sehr schön sehen. Trockenheit auch teilweise im Mund. Dieses Gefühl, oh, und ich trinke, es geht nicht weg. Trockenheit auch im Gehirn. Da sind wir beim Themenbereich Demenz, Vergesslichkeit oder auch Erschöpfung. Dieses, ich kann nicht mehr. Nicht dieses, ich habe keinen Bock, das gehört woanders hin. Sondern dieses, nee, ich schaff's einfach nicht, ich kann nicht mehr. Dieses Gefühl, überfordert zu sein und auch die Angst. Wenn wir den Boden unter den Füßen verlieren, dann bekommen wir Angst. Wenn wir nicht mehr geerdet sind, werden wir ängstlich. Gerade bei manchen Menschen sehr deutlich zu sehen, ich kann mir die Tagesschau und die Medien angucken, das macht gar nichts mit mir. Mein Pitta-Dosha will da einfach das Beste rausholen. Aber sehr viele Menschen versetzt es in sehr große Angst. Und was kaufen sie dann? Ja, ihr wisst schon alle, Toilettenpapier. Warum auch immer, aber es ist so in Deutschland. Angst gehört dahin, Schlafstörungen gehören dahin. Alle solche Dinge, das Gefühl, wirklich
durch den Wind zu sein. Das gehört hierhin. Wenn jemand bei euch in der Praxis ist oder wenn deine Freundin dir das erzählt, dann wirst du ab jetzt wissen, aha, da ist was mit dem Luftelement los. Und glaub mir, du wirst nach dem Vortrag hier ziemlich sicher merken, wie schnell du anfängst in der Bahn oder im Bus, wenn wir mal wieder damit fahren, oder auch in deiner Familie und bei deinen Freunden so ein bisschen drauf zu gucken, Moment mal, welches Dosha war das jetzt? Das geht so schnell. Das Pitta-Dosha wird erhöht in unserem Körper durch schwüle Hitze. Das heißt, so ein richtiger Sommer, aber auch zum Beispiel Arbeit in der Gärtnerei oder Arbeit in der Bäckerei, da ist es sogar das ganze Jahr heiß. Oder die Mitarbeiter, die in Dampfbädern arbeiten. Also es kann auch durch den Arbeitsplatz kommen. Es muss nicht durchs Wetter kommen. Deshalb habe ich hier bewusst nicht die Jahreszeiten aufgeschrieben, sondern die klimatischen Verhältnisse. Mein Vata-Dosha kann auch im Sommer zu hoch werden, wenn ich in einem klimatisierten Büro sitze, wo es die ganze Zeit zieht. Das kann passieren. Wir haben schwüle Hitze und wir haben von den Emotionen her Wut und Ärger, speziell dann, wenn sie runtergeschluckt werden. Also wenn ich den Ärger ausdrücke, wenn ich dem mal kurz Luft mache, wenn ich mal kurz sage, nein, das passt mir jetzt so aber nicht, dann ist mal kurz heiß und dann kann es auch wieder kühler werden. Aber wenn ich das schlucke und schlucke und schlucke und sage, nein, ich kann meinem Chef nicht sagen, was ich von ihm halte. Ich bin übrigens nicht bei irgendjemandem angestellt. Nein, ich kann es meinem Chef nicht sagen, dass er mir tierisch auf den Keks geht. Nein, ich kann meinem Partner nicht sagen, dass ich es furchtbar finde, wie er das jetzt macht. Dann wird es mehr und mehr und mehr. Und je mehr Pitta in der Grundkonstitution vorhanden ist, umso schneller werden die Menschen das als Ausprägung spüren, dass es was mit ihnen macht. Entweder es knallt dann irgendwann saumäßig oder sie bekommen körperliche Symptome. Wie die aussehen, gucken wir uns gleich an. Jegliche Gewaltszenen, die wir angucken, erhöhen dieses Dosha. Das heißt, egal zu welcher Tageszeit, gewalttätige Dinge anzugucken, kann man mal machen, wenn man es gern mag. Actionfilme können was Schönes sein, aber mach dir Gedanken über die Dosis. Weil es macht was mit deinem System. Und je nachdem, wie viel Pitta die Menschen haben, ich merke es bei mir, wenn ich Filme sehe, wo viel Gewalt passiert, dann bin ich innerlich sehr aufgewühlt. Da habe ich danach das Bedürfnis, entweder mal einen Spaziergang zu machen oder tief zu atmen oder zu meditieren oder irgendwas zu tun, damit ich wieder in Balance komme. Sich selbst unter Druck setzen. Oder das Gefühl, unter Druck gesetzt zu sein. Ihr seht es unten im mittleren Bild. Es ist jetzt ein Bundeswehrfoto, noch nicht mal von uns, das ist ein amerikanisches Foto, als Beispielbild. Ich habe nichts gegen die Bundeswehr, aber in solchen Umfeldern ist es relativ häufig, dass sich zwangsläufig durch diese Hierarchien an der einen oder anderen Stelle Druck aufbaut. Und das ist tatsächlich ein Druck, der dieses Dosha erhöhen kann. Speziell auch, wir haben es im Vortrag über Burnout angesprochen, falls du den verpasst hast, kannst du ihn auf der Facebook-Seite von Thalamus nochmal anschauen. Speziell auch dieses sich selbst unter Druck setzen. Dieses Gefühl, ich muss das auch noch schnell, weil die anderen schaffen es nicht. Oder dieses Gefühl, wenn ich es nicht mache, macht es keiner und dann fährt es gegen die Wand. Das gehört hier mit rein. Prädestiniert für Burnout, diese Menschen. Das Unterdrücken von Bedürfnissen, da gehört alles dazu. Ich habe Hunger und esse nicht. Menschen, die dieses Dosha von Haus aus viel haben, wie wir dem entgegenwirken, erwähne ich nachher. Ich habe gerade hier kurz die Frage gelesen. Menschen, die von Haus aus dieses Dosha viel haben, merken es sofort, wenn sie hungrig sind. Und das Umfeld merkt es auch sehr schnell. Erst füttern, dann reden. Ganz wichtige Regel im Kontext mit diesen Menschen. Auch zur Toilette zu gehen, sowohl Stuhlgang als auch Urin. Wenn die Menschen nicht regelmäßig auf die Toilette gehen, wenn sie es müssen, neigen die zur Blasenentzündung. Und sie bekommen sehr schnell Kopfschmerzen, speziell auch nachts aufwachen, merken, eigentlich müsste ich, oh, ich bin zu faul aufzustehen, liegen bleiben, am nächsten Morgen meistens Kopfweh. Das erhöht ganz stark diese Hitze in unserem Körper, nicht auf die Toilette zu gehen. Zu viel visuelle Reize.
Das bedeutet nicht unbedingt Smartphone, PC, das gehört da auch mit rein, aber nicht nur, sondern auch zu viel bunte Farben in der Werbung. Die Leute gucken auch gerne. Menschen, die von Haus aus ein hohes Pitta-Dosha haben, sind sehr visuell. Es geht sehr stark über die Augen. Die haben auch sehr intensive Augen oft. Die filtern oft nicht gut. Die gucken sich alles ganz genau an. Und hier noch eine Werbung und da noch ein Plakat. Und oh, die hat ja ein krasses Kleid an. Und wenn das alles zu viel wird, dann werden die irgendwann aggressiv und verstehen überhaupt nicht warum. Weil sie die Augen mal ausruhen müssen. Am besten im Grünen. Zu spät zu schlafen ist für dieses Dosha auch nicht gut. Bedeutet speziell eigentlich nach 10, wenn wir ganz schnell, streng sind, nach 10 sollte man unbedingt im Bett sein. Wenn es länger wird als 12 nachts oder sogar länger als 2 Uhr morgens, dann kommen wir in den Bereich, wo sich dieses Dosha sehr stark im Körper ansammelt. In der Zeit kriegt man auch meistens wieder Hunger, wenn ihr das mal bei euch beobachtet habt. Also so, wenn ich wach bin bis nach 12, dann bekomme ich noch mal eine richtige Hungerattacke. Da muss ich unbedingt noch mal was essen. In dieser Zeit nicht zu schlafen, erhöht das Pitta-Dosha. Die Geschmacksrichtungen sind scharf. Da seht ihr, dass es sich überlappt mit dem Vata-Dosha. Also Vata, scharfer Geschmack, erhöht sowohl das Vata als auch das Pitta. Und sauer und salzig erhöhen das. Wie prägt sich das aus, wenn es zu viel wird? Die Menschen werden wütend. Und da merkt man schon, dass wir da eventuell in so eine Spirale reinkommen. Die Wut, die unterdrückt wird, erhöht das Dosha. Dadurch werden die noch wütender, unterdrücken es noch mehr und irgendwann scheppert es. Die körperlichen Symptome sind oft Sodbrennen, eventuell Magengeschwür, das kommt vom Wut runterschlucken. Da gehört dazu brennende Empfindungen, egal wo. Brennen beim Wasserlassen, brennende Empfindungen auf der Haut, eventuell Richtung Ekzeme, also entzündet. Wir sehen die Farben gelb und rot auf der Hautoberfläche. Das hat hiermit zu tun. Die Leute sagen auch, ich selber weiß es auch, wenn ich mal wieder irgendwo stinkig gewesen bin und hab's nicht ausgedrückt, habe ich am nächsten Morgen so einen dicken Pickel auf dem Kopf oder am Rücken oder irgendwo. Das gehört hier dazu, vom Lebensalter her auch die Pubertät, da sehen sie ja alle so aus. Da sehen wir das ganz stark an der Haut eventuell. Auch innerliche Entzündungen abseits vom Magen, zum Beispiel die chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, haben was hier damit zu tun. Dann solche Gelenksentzündungen, wenn es nicht zu trocken ist und knirscht und knackt und einfach verschlissen ist, sondern wenn es wirklich dick und rot und entzündet ist. Rot gerenderte Augen, brennende Augen, Fehlsichtigkeiten, Kurzsichtigkeit, das gehört alles hier rein. Ich weiß bei mir selber, wenn ich zu viel Druck mir selber mache, dann sehe ich sehr viel schlechter als normal. Zum Kapha. Das ist feucht, kühle Witterung. Wir hatten sie gestern. Heute jetzt ist es wieder sehr windig und dafür kalt. Also heute sind wir eher beim Vata. Gestern waren wir sehr stark beim Kapha. Da wird es mehr. Bewegungsmangel kann zum Beispiel auch durch eine Verletzung oder durch einen Job passieren. Zu lange schlafen. Also ja, ich war nachts im Bett, aber ich schlafe bis um 10. Also ich kenne es von mir sehr gut. Wüsste gerne, wie viele es von euch auch kennen. Bis nach 10 geschlafen, ich komme den ganzen Tag nicht in die Buschen. Der Tag ist gelaufen, den hake ich am besten gleich ab, pack mich in den Sessel mit einem Buch und dann ist auch schon wieder gut. Weil ich kriege nichts auf die Reihe. Zu schweres oder nicht gut gewürztes Essen. Unser Essen hier ist leider in Deutschland nicht sehr gut gewürzt. Die meisten von uns kennen Salz, Pfeffer, Muskat und Brühwürfel und dann ist Ende der Geschichte. Das ist aus ayurvedischer Sicht kein gewürztes Essen. Gewürzt bedeutet mit Kreuzkümmel, mit Koriandersamen, mit allen möglichen orientalischen Gewürzen, die ihr so kennt. Schwarzkümmel, Zimt. Einfach eine Geschmacksfülle hinzubekommen, möglichst mit allen Geschmacksrichtungen, die wir hier aufgelistet haben, damit es rund für jeden ist. Nicht zu viel scharf, für uns Deutsche sehr wichtig. Wenn die zu häufig essen, also nicht mehr als 3 Mahlzeiten, Zwischenmahlzeiten können okay sein, auch wenn Menschen, die von Haus aus viel Kapha haben, die nicht brauchen, die haben auch oft nicht so den Appetit. Aber dieses ständig Essen. Ich sitze am PC mit einer Schale Chips neben mir.
Oder ich sitze im Büro und habe die Gummibärchentüte in der Schublade. Das ist was, was dieses Dosha sehr stark aus dem Lot bringen kann. Ich möchte dazu sagen, hier in Deutschland haben wir nur sehr selten Kapha-Ungleichgewicht. Die allermeisten von uns sind beim Vata unterwegs und manche haben mit der Hitze zu tun, je nachdem, wie die Grunddoshas geregelt sind. Zu wenig Impulse macht es auch. Das kann zum Beispiel auch passieren, wenn jemand in Haft ist, in Einzelhaft womöglich. Was soll der tun? Nelson Mandela ist ein sehr, sehr bekanntes Beispiel, dass es funktionieren kann. Er hat es in erster Linie geschafft, nach eigener Aussage, dadurch, dass er sehr viel gelesen hat. Also er hat sich die Impulse geholt, um nicht den Verstand zu verlieren. Weil das ist was, was dann passieren kann, wenn wirklich kompletter Impulsverlust da ist, dann wird der Verstand irgendwann lethargisch, dann kommen die Leute in so eine ganz, ganz tiefe Depression rein, die mit ich kann sowieso nichts machen, mit Trägheit zu tun hat, mit ach nö, ich könnte jetzt versuchen, was zu ändern, aber was soll's, nein, ich lasse es. Die Geschmacksrichtungen, die dieses Dosha erhöhen, sind sauer und salzig. Da seht ihr, wie viel die beiden gemeinsam haben. Sowohl das Pitta als auch das Kapha haben diese beiden Geschmacksrichtungen. Das lässt sich dadurch erklären, dass beide das Wasserelement enthalten. Und süß. Und süß finden wir tatsächlich nur beim Kapha hier. Was passiert bei diesem Kapha-Ungleichgewicht im Körper? Wie gesagt, das ist bei uns in Deutschland relativ selten. Es kann Übergewicht machen, aber da möchte ich dazu sagen, dass es im Ayurveda zwei verschiedene Arten von Übergewicht gibt. Wir schaffen es hier leider nicht, darauf einzugehen. Dafür ist das Zeitfenster zu klein. Aber behaltet es euch bitte im Hinterkopf: Nicht jeder übergewichtige Mensch, den ihr auf der Straße seht, hat zwangsläufig was mit diesem Dosha zu tun. Bei manchen ist es was anderes. Angeschwollene Lymphe gehört hier unbedingt rein. Und wir merken es bei uns eher tatsächlich an der psychischen Ebene, diese totale Lethargie, diese Antriebslosigkeit, dieses, ich habe sowieso mit meiner Zeit nichts Sinnvolles anzufangen, Zeit totschlagen gehört da rein, dieses, ich pack mich auf die Couch mit ungesundem Essen und guck mir den ganzen Tag nur Serien an. Das kann zum Entspannen mal Sinn machen, aber wenn es Alltag wird, dann bringt dieses Dosha ganz klar ins Ungleichgewicht und umgekehrt wird dieses Dosha dadurch ständig mehr und dann dreht sich die Spirale nach unten. Hier in unserem Vortrag soll es aber eigentlich auch darum gehen, was machen denn die Doshas Gutes in Balance? Weil das ist ja das, wo wir hinwollen, das ist ja das, wo wir hingehen, wo wir gesund sind. Und darum geht es ja hier. Was ist Gesundheit aus Sicht des Ayurveda? Deshalb werde ich jetzt gleich dann noch erzählen, was diese Doshas in ihrer positiven Ausprägung verkörpern. Vorher möchte ich noch kurz auf die Frage eingehen, wie kann man dem entgegenwirken, diesen Reizen? Das sage ich ganz am Schluss auch noch mal mehr dazu, aber jetzt schon mal. Das Grundprinzip ist, wie gesagt, immer, das Gegenteil gleicht aus. Das heißt, habe ich durch meinen Job, weil mein Chef gerade einfach chronisch scheiße drauf ist, ein enormes Maß an Pitta-Energie, an Wut, an cholerisch, an der schreit rum und ich merke, das fängt an, was mit mir zu machen. Dann kann ich einmal gucken, wie gehe ich mit der Situation um? Muss ich da bleiben? Muss ich sie aushalten? Habe ich nicht die Möglichkeit zu sagen, ich gehe mal kurz auf Klo? Dann gucke ich, dass ich mich in mir zentriere. Ich zentriere mich in meinem Hara, ungefähr 4 Finger breit unter meinem Bauchnabel. Ich atme dahin. Das sieht man von außen nicht. Ich nehme tiefe Atemzüge in meinen Bauch. Und ich kann mir sagen, das hat nichts mit mir zu tun. Das ist Ausdruck von seinem aktuellen Ungleichgewicht. Und ich bleibe jetzt ganz bei mir. Ich bleibe in meinem Gleichgewicht. Und ich kann schauen, dass ich in meinem Alltag möglichst viele Gegenimpulse aus den anderen Doshas habe, dass ich mir Leichtigkeit reinhole, schöne Musik, dass ich mich erde, Waldspaziergänge. Dass ich einfach ganz gezielt die Räume suche, die für mich ganz persönlich stimmen, um da für mich einen Ausgleich zu schaffen. Und je weiter du mit Ayurveda gehen wirst, wenn du dich dafür entscheidest, umso schneller wirst du merken, zumindest ich habe es gemerkt und ich habe es schon von so vielen gehört, wie dein Leben sich in unglaublich vielen Aspekten zum Positiven verändert.
Weil je mehr du deinem eigenen Gleichgewicht nahe kommst, umso stärker hast du das Gefühl, wieder Herr über deine Gefühle und über dein Leben zu sein. Und in jeder Situation entscheiden zu können, will ich da jetzt reingehen, will ich jetzt zurückschreien? Ich habe sehr viel Pitta. Wenn mich jemand anschreit, ist mein erster Impuls zurückzuschreien. Sag mal, was fällt dir eigentlich ein? Kann ich diese Pause hinkriegen? Kann ich das atmen? Und je länger ich mit diesem Weg gegangen bin, umso schneller war die Antwort, ja, kann ich. Ich muss da jetzt nicht reingehen. Ich muss mich darüber jetzt nicht aufregen. Es ist nicht nötig, es ändert auch nichts. Für mich war das eine enorme, enorme Bereicherung. Ich konnte das früher gar nicht. Ich war sehr, sehr impulsgesteuert. Diese Menschen mit Pitta, die sind sehr impulsiv. Was macht das Vata-Dosha in Balance mit uns? Kreativität, Luft, Äther, Leichtigkeit. Die haben unglaublich viele Ideen, die Leute. Ob sie umsetzbar sind, steht auf einem anderen Blatt. Aber sie haben Ideen. Die sind Querdenker. Alle anderen gucken nach links, die werden nach rechts schauen. Die ermöglichen neue Perspektiven für Unternehmen. Das ist eine totale Bereicherung für jeden. Die haben eine überschäumende Fröhlichkeit. Die sind einfach glücklich. Du siehst die und du freust dich. Bei kleinen Kindern kann man das manchmal sehen, wenn die so anfangen zu kichern. Kennt ihr das? Dieses ja, genau. Das ist das hier. Und man kann nicht grinsen, wenn so ein Mensch wirklich von irgendwas total begeistert erzählt. Die sind begeisterungsfähig, überhaupt mal, relativ schnell. Ob sie Dinge dann zu Ende machen, steht auf einem ganz anderen Blatt. Aber sie sind begeisterungsfähig. Das ist eine Fähigkeit, die manchen Menschen wirklich gänzlich abgeht. Sie sind sehr offen für Neues. Sie sind immer interessiert an neuen Eindrücken, anderen Kulturen, eventuell sogar auch Reisen, weil die es wirklich wissen wollen, was, oh wow, das kenne ich nicht, was ist das, zeig mal her, oh, rumdrehen, oben, unten, eventuell auseinanderschrauben und hinterher nicht mehr zusammen. Die sind unglaublich offen für Neues und neugierig aufs Leben. Und sie sind sehr unvoreingenommen, teilweise fast schon kindlich. Das kann in unserer heutigen Zeit enorm entspannend sein, mit solchen Menschen umzugehen. Weil die einfach, ich habe immer das Gefühl, wenn ich mit Menschen zu tun habe, die schaffen, dieses Dosha in Balance zu halten, das gibt's nicht so häufig, aber es gibt's. Und wenn ich mit diesen Menschen zu tun habe, dann habe ich manchmal das Gefühl, ich rede mit einem Kind. Weil für die gibt's kein Schwarz und Weiß. Und für die gibt's kein, ich habe schon mal gehört, das ist so und so, deshalb ist es jetzt so und so. Sondern für die ist es ein bisschen so, als ob jeder Augenblick neu geboren ist. Kommt vielleicht auch daher, dass sie es ein oder andere öfter mal vergessen. Aber das ist ja ganz egal, weil diese Eigenschaft, dieses ich gucke es mir nochmal ganz neu an, auch wenn ich vielleicht vorgestern was Ähnliches erlebt habe. Oft haben die auch das Bewusstsein, ich habe was Ähnliches erlebt. Das bedeutet nicht, dass es jetzt gleich werden muss, sondern es kann jetzt völlig anders werden. Das sind Fähigkeiten, die dieses Dosha in unser Leben bringt. Und uns alles sehr, sehr bereichern kann tatsächlich. Die träumen übrigens, wenn sie in Balance sind, auch sehr oft, dass sie fliegen. Nicht, dass sie fallen, sondern dass sie fliegen können. Und das ist das, was sie auch im Alltag tatsächlich mit so einer federleichten Leichtigkeit teilweise vermitteln. Pitta in Balance hat eine enorme Klarheit und eine große Entscheidungsfreude. Entscheiden mögen die Leute mit Vata nicht so gerne, weil das hat mit Verantwortung zu tun und Verantwortung bedeutet Gewicht. Das ist was Schweres und da haben die nicht so viel Lust drauf. Hier haben wir jemanden, der sagt, ich sehe was Gutes und ich sage auch, ich nehme die Verantwortung, ich entscheide das jetzt. Die sind sehr gut im Unterscheiden, was tut gut, was passt und was passt nicht. Dieses Dosha ist in unserem Körper der Grund dafür, dass wir uns zum Beispiel übergeben müssen oder Durchfall bekommen, wenn wir was essen, was wir nicht vertragen haben. Und je höher das Pitta in der Grundkonstitution ist, umso schneller reagieren die Menschen auch auf Schadstoffe. Wenn ich einen Abend früher in einer verrauchten Kneipe saß, hatte ich am nächsten Morgen so einen Kopf. Meinen ganzen Freunden hat es nie was ausgemacht. Aber mir ging es wirklich nicht gut, weil dieses Dosha gesagt hat,
Moment mal, da war ein Umfeld, das hat deinem Körper nicht gut getan. Jetzt mach mal 1, 2 Tage langsam bitte, damit wir den ganzen Dreck hier wieder rauskriegen. Die sind enorm strukturiert, das habt ihr eventuell im Vortrag gemerkt. Da ist eine ganz klare Struktur drin. Die schaffen es auch oft sehr gut, Zusammenhänge zu verbildlichen, weil wir Menschen mit einem hohen Pitta-Dosha sehr visuell denken. Ich denke in Bildern. Wenn mir jemand was erzählt und sagt, du, erinnerst du dich noch an die und die? Dann sage ich, du, ich brauche ein Bild. Beschreib mal, wie die aussieht. Die reden auch oft so. Wenn ich sagen will, ich habe was verstanden, dann sage ich, ja, ich sehe, was du meinst. Menschen, die viel Vata haben, da geht es über die Ohren eher, die sagen oft, ja, ja, ich habe es gehört. Alles klar. Die erkennen Zusammenhänge sehr gut, können sie auch gut verbildlichen. Ich mag das Bild von der Dame hier sehr. Sie hat sich dieses riesige, große Ganze angeguckt, das hinter ihr abgebildet ist, und hat dann entschieden, welches Symbol das gerade braucht für den Zusammenhang und hält es jetzt nach oben. Die können gut auf Umsetzbarkeit prüfen. Das heißt, die sind sehr, sehr gut drin zu erkennen, das geht und das geht jetzt gerade nicht. Und meistens erkennen sie auch, was braucht es, damit es gehen kann. Also die sind sehr, sehr wertvoll an der Schnittstelle von Idee entwickeln und Idee umsetzen. Die sind angstfrei. Ich habe das Wort bewusst geschrieben. Ihr werdet, wenn ihr Bücher lest zum Ayurveda im Kontext von diesem Dosha, sehr, sehr oft lesen, die sind mutig. Ich fühle mich nicht mutig, auch wenn Menschen mir ständig sagen, wie mutig ich bin. Jetzt erst die letzte Zeit, natürlich in dem Kontext hier, ganz klar. Du bist so mutig, du hast ja als Frau die Haare abrasiert. Mut bedeutet für mich, dass ich Angst habe, über diese Angst hinausgehe und dann Dinge tue, vor denen ich eigentlich Angst habe. Und das ist für mich eine Eigenschaft, vor der ich meinen Hut ziehe. Ich habe die nicht. Nicht in dem Ausmaß. Ich habe einfach nie Angst. Das kann auch ganz schön ungünstig sein. Ja? Ich würde vermutlich, wenn ich eine Giftschlange sehe, erst mal gucken, wie genau die denn so aussieht. Das könnte passieren. Ich bin nicht so mutig, aber ich habe echt nicht oft Angst. Ich hatte Dreadlocks, ich habe gemerkt, mein Kopf wird zu heiß, durch mein hohes Pitta tut mir das überhaupt nicht gut. Ich habe gemerkt, ich kriege kleine, wunde Stellen auf meiner Kopfhaut, die anfangen zu jucken. Jucken hat auch sehr viel mit dem Pitta-Dosha zu tun. Ich habe gesehen, dass diese Stellen sich entzünden und dann habe ich gesagt, nee, Schluss aus, Haare ab. Und weil ich ein sehr experimentierfreudiger Mensch bin, wollte ich dann natürlich gleich wissen, was ist es mit der Glatze? Das kommt von meinem Vata-Einfluss her. Habe es ausprobiert, finde es klasse. Und werde es eine Weile behalten. Aber mutig war das nicht. Die sind sehr durchsetzungsstark, diese Menschen. Also die sind auch in der Lage, wenn es dem höheren Wohl dient, für eine Sache wirklich aufzustehen und zu sagen, wir machen das jetzt so und wir machen es nicht anders. Keine Kompromisse. Weil nur so können wir der Gesamtheit dienen. Also die sind bereit, sich auch unbeliebt zu machen. Das fällt den anderen beiden Doshas oft schwer, Dinge zu sagen, wo sie wissen, oh, das kommt beim Gegenüber jetzt wahrscheinlich nicht so gut an. Dieses Dosha kann das. Wenn es das höhere Ziel dahinter sehen kann, wenn es weiß, das ist wichtig, um Umsetzbarkeit zu gewährleisten für eine Sache, dann stehen die dafür auf und wenn sie Prügel beziehen. Die sind sehr freundlich und zugewandt. Menschenfreunde, kann man sagen. Also die mögen es, mit Menschen zu sein, die mögen es, Menschen in ihrer Entwicklung zu unterstützen, zu begleiten auf ihrem Weg und Menschen auch Mut zu machen. Also diese Menschen sind unglaublich gut in Encouragement, in hey komm, du packst es, ich kenne dich. Das kommt dir jetzt wie eine riesen Herausforderung vor, aber ich bin da und ich weiß, du kannst es schaffen. Und sie sind sehr, sehr lösungsorientiert. Wann immer ich sehe, dass irgendwas kaputt ist, will ich sofort rausfinden, wie es kaputt gegangen ist, ob man das in Zukunft vermeiden kann und wie man es wieder repariert. Das ist bei mir so. Wenn ich irgendwo hinkomme, wo eine Tür quietscht und ich bin da am nächsten Tag wieder, dann werde ich WD-40 mitbringen, werde diese Tür ölen, damit die nicht mehr quietscht. Manchmal ist es im sozialen Miteinander nicht so leicht. Vielleicht erkennst du dich jetzt gerade wieder. Gewöhn dir einfach an, ist mein gut gemeinter Tipp, gewöhn dir an, zu fragen, ob jemand den Ratschlag wissen will.
Weil diese Menschen, jemand erzählt ihnen von ihren Problemen, das war bei mir ganz, ganz lange so. Meine Freunde erzählen mir von ihren Problemen und ich sehe sofort 20 Lösungen und sage, hey, du könntest es so probieren. Hey, du könntest es so probieren. Das hilft nicht. Meistens führt es eher zu Widerstand. Es ist super gut gemeint, ich weiß es aus eigener Erfahrung, aber haltet euch zurück. Ihr seht Dinge, die andere Menschen nicht sehen. Das ist Fakt. Aber atmet es, lasst kurz sacken und fragt, vielleicht habe ich eine Idee, wie das anders gehen könnte. Möchtest du die gerne hören? Und ihr werdet, wenn ihr das praktiziert, wahrscheinlich sehr, sehr schnell merken, wie sich euer Leben und euer Miteinander verändern kann. Weil dann werdet ihr vom ungeliebten Klugscheißer, der immer seinen Senf dazu gibt, zu jemandem, der wirklich empathisch ist. Und das Kapha-Dosha in Balance. Ruhe und Stabilität haben wir hier. Für mich ist das hier ein ganz, ganz, ganz großer Lösungsansatz für sehr viele Probleme, die wir in unserer aktuellen Gesellschaft haben. Mehr Kapha in Balance. Ruhe und Stabilität strahlen diese Menschen aus. Schaut euch dieses Bild an von diesem glücklichen Buddha, das ist ein chinesischer Buddha. Es gilt, dass die Wohlstand und Reichtum bringen. Das tut das Kapha-Dosha auch. Die sind sehr gut mit materiellen Dingen. Die sind sehr gut im Umgang mit Geld. Wenn es in der Disharmonie ist, dann werden sie geizig und fangen an, gierig alles zu raffen und wollen nicht loslassen, so wie sie auch ihr Körpergewicht nicht loslassen wollen. Aber wenn sie in Balance sind, dann schaffen sie Fülle für sich selbst und alle, die sie lieben. Und sie lieben die ganze Menschheit in der Balance. Geduld und Beharrlichkeit sind Qualitäten von diesem Dosha, die mir gänzlich abgehen. Geduld muss ich mich richtig gut drin üben. Da bin ich schon seit Jahren dran. Oder will ich mich richtig drin üben, ehrlich gesagt. Und Beharrlichkeit, Dinge, die ich angefangen habe, auch zeitnah fertig zu machen. Ich habe meistens 3 Bücher gleichzeitig, die ich lese. Ich fange Dinge an, dann liegen sie ein halbes Jahr, dann mache ich sie vielleicht irgendwann mal fertig. Ich sehe hier eine Frage, JB, ich beantworte dir die dann gleich. Diese hier sind tatsächlich beharrlich und haben Spaß dran, Dinge umzusetzen. Und spätestens an dem Punkt hier ist wahrscheinlich allen, die zuhören, klar, die 3 ergänzen sich absolut harmonisch und perfekt. Der mit dem hohen Vata hat die Ideen. Der mit dem Pitta sucht die Beste aus. Und der mit dem Kapha sagt, oh cool, da kann ich dahinter stehen. Ich helfe euch, das umzusetzen und macht in aller Ruhe im Hintergrund fertig. Weil fertig machen ist weder ein großes Ding vom Vata-Dosha noch vom Pitta-Dosha. Und genauso können wir alle von diesen Menschen diese Geduld und Beharrlichkeit lernen, wenn wir in der Lage sind, es als Qualitäten anzunehmen, die wir kultivieren wollen. Und das vermisse ich tatsächlich oft in unserer Gesellschaft. Wir haben ohnehin nicht viele von diesen Menschen und die paar, die wir haben, die beziehen ständig Prügel. Du bist zu langsam, so gründlich muss es jetzt auch nicht sein. Jetzt komm doch mal ein bisschen in die Puschen. Warum hast du jetzt erst noch mit dem nett geredet? Die haben es nicht leicht. Und ich wünsche mir mehr Anerkennung für diese Menschen und für diese Qualität. Die sind auch sehr gut im Maß halten, wenn sie in Balance sind. Das können die anderen auch von denen lernen. Also die haben einen sehr guten Blick für das rechte Maß, für das, was es braucht, an Maß halten. Und sie entscheiden aus der Stille heraus. Das heißt, wir unterbreiten denen eine Idee, die ziehen sich zurück, wir hören vielleicht eine Woche nichts, sind schon wieder mit anderen Themen beschäftigt und dann plötzlich kommt du, ich habe darüber nachgedacht, ich glaube, ich finde das gut, lass uns das mal so machen. Und durch dieses drüber nachdenken und durch dieses sich Zeit nehmen, haben die einen enormen Überblick und sehen sehr oft kleine Details, die die anderen beiden übersehen haben. Wir können das so machen, aber ich kann mir vorstellen, das könnte hier passieren. Vor allem, wenn wir hier Pitta und Kapha zusammen haben. Dann brauchen die ein bisschen länger als jemand wie ich, der jetzt Pitta und viel Vata hat. Also mein Pitta dürfte ungefähr so sein, mein Vata so. Stellen wir es uns mal bildlich vor. Ich bin schneller als die, aber ich verhaspel mich auch mal gerne. Und das gleichen die dann aus. Und sie haben wirklich eine hohe Genauigkeit und Gründlichkeit und auch kein Thema damit, die gleiche Tätigkeit längerfristig zu machen.
Je mehr das Kapha ist, umso größer ist diese Geduld und Beharrlichkeit. Speziell bei Buchhaltern und in solchen Berufen brauchen wir diese Qualitäten. Ich könnte den Job nicht machen, ich würde durchdrehen. Jeden Tag nur Buchungssätze schreiben? Nee. Da bin ich nicht für gemacht. Diese Menschen schon. Und die strahlen so eine Heiterkeit und Zufriedenheit aus. Die ist oft sehr leise. Also nicht so, wie wir das erleben bei jemandem mit viel Vata. Ich bin so glücklich. Sondern die sitzen da und lächeln vor sich hin. Und wenn du sie siehst, merkst du, du lächelst auch. Und da kommt so ein Frieden ins Herz. Und das ist eine Qualität, die kann uns ganz, ganz stark unterstützen, würde ich sagen. Ob man alle drei gleichermaßen haben kann, fragt der JB. Ja, auf alle Fälle. Das sind dann, wie gesagt, diese ganz, ganz, ganz seltenen Tridosha-Menschen, die wirklich als Grundkonstitution, als Vikriti, alle drei gleich aufhaben. Aber das ist wirklich sehr, sehr, sehr selten. Und unser Ziel ist, bitte auch nicht dahin zu kommen. Wenn ich jetzt versuchen würde, mein Kapha mit meinem Pitta gleich aufzubringen, dann würde ich ein unglaubliches Kapha-Ungleichgewicht entwickeln und mir würde es nicht gut gehen. Weil für mich ist dieses viel an Pitta tatsächlich der Normalzustand. Das ist, wie ich bin. Und das ist das, wo ich immer näher hinkomme und wo es mir sehr gut damit geht. Ja, Annette, das mache ich für dich. Das Vata in Balance am Schluss nochmal einblenden. Ich möchte noch kurz zwei, drei Sätze dazu sagen. Wir sind schon 2 Minuten drüber. Wie erreichen wir denn nun die Balance? Das war auch die Frage von JB vorhin. Wir erreichen die Balance durch die Art, wie wir uns ernähren. Die können wir an unsere Konstitution und an unsere Ungleichgewichte anpassen. Da gibt es auch einen Vortrag dazu von mir. Den findet ihr auch auf der Facebook-Seite von Thalamus. Wir können durch unseren Lebenswandel da ganz viel machen. Bedeutet, wie genau gestalte ich meinen Tag? Gucke ich, dass ich früh aufstehe und früh ins Bett komme? Wir können über die Körperpflege sehr viel tun. Da gehören unbedingt die Massagen rein. Wir können über Gedankenhygiene sehr viel tun und darüber uns mal mit unseren Glaubenssätzen auseinanderzusetzen, die wir so mitbekommen haben in der gut gemeinten Erziehung unserer Eltern. Manche nützen, die können wir behalten, aber manche nützen nicht. Zum Beispiel, es ist mein Job, immer für alle den Laden am Laufen zu halten. Das kann ein Glaubenssatz sein, mit dem dann zu arbeiten. Sich überlegen, muss ich mich jedes Mal drüber aufregen, wenn irgendjemand anders was total Dämliches macht? Oder kann ich einfach sagen, das ist jetzt eine Erfahrung, die macht dieser Mensch gerade, die ist für den vielleicht total wichtig und ich nehme mich da jetzt raus. Bewegung im rechten Maß. Das sieht für jeden von den drei Doshas anders aus. Es gibt sogar Yoga-Übungen, die auf die Doshas abgestimmt sind. Das heißt, ich kann meinen Sonnengruß auf 3 verschiedene Arten machen, je nachdem, welches Dosha ich balancieren möchte. Meditation, ganz wichtiges Thema. Und da auch die Fülle der unterschiedlichen Möglichkeiten. Es gibt stilles Sitzen. Es gibt aktive Meditationen. Es gibt transzendentale Meditationen. Und da mit zu spielen und zu schauen, was passt gerade jetzt für mich. Atemübungen, Pranayama, die Wechselatmung. Da findet ihr tolle Videos im Internet. Schaut euch die mal an. 5 Minuten morgens und 5 Minuten abends. Die tut jedem gut tatsächlich. Und unser Leben und unsere Arbeit in Balance zu bringen. Das ist ein ganz wichtiges Thema für uns alle. Und dann können wir da hinkommen, dann können wir in unser individuelles Gleichgewicht zurückkommen und dann können wir überfließend diese Gaben verschenken, die unsere Doshas uns ermöglichen. Jeder von uns kann das. Und jeder auf seine ganz eigene Weise. Und das ist das, diese Sichtweise ist es, was mich vor 6 Jahren schon so dermaßen am Ayurveda gefesselt hat. Und du wirst jetzt vielleicht erkennen, dass du unglaublich viel in dieser einen Stunde schon an die Hand bekommen hast. Du hast einen rothaarigen Mann mit jede Menge Sommersprossen und du wirst ab jetzt genau wissen, wie du ihn auf die Palme bringst, oder? Aber lass es bitte, weil das Wissen bringt Verantwortung. Und es ist für uns alle, finde ich, sehr, sehr wichtig, da verantwortungsbewusst damit umzugehen. Was ich tatsächlich mache, ist Menschen auch immer wieder mal was abzunehmen. Wenn ich merke, ja, der kann das jetzt überhaupt gar nicht schaffen. Weil der hat halt nun mal so viel Vata. Dann frage ich, du, wie geht's dir damit gerade? Kommst du klar? Ja, ja, bist du sicher? Für mich sieht es so aus, als ob das gerade ein bisschen viel für dich ist. Irre ich mich da?
Ja, nee, ist schon ein bisschen viel. Darf ich dir helfen? So. Und da können wir uns alle ganz unglaublich gut gegenseitig ergänzen und unterstützen, denke ich. Ich möchte jetzt gerne noch den Raum öffnen für Fragen, für die, die wollen. Wir haben den Unterrichtsraum hier ein paar Minuten länger geöffnet. Also wenn ihr eine Frage habt, dann schreibt sie mir jetzt bitte in die Kommentare. Ich sehe, da wird schon fleißig getippt. Ich möchte euch alle einladen, in den nächsten Wochen, wenn wir alle mehr zu Hause sein werden, mal öfters bei Thalamus auf der Webseite vorbeizuschauen, denn wir planen wunderbare neue Vorträge und Seminarreihen für euch. Ich werde Videos mit Selbstmassage ziemlich sicher für euch produzieren und anbieten, damit ihr einfach die Zeit, die wir jetzt haben, als Geschenk sehen könnt und euch da über Dinge informieren könnt, für die ihr sonst vielleicht keine Zeit euch nehmen würdet. Ich lade euch auch ein, die Videos oder die Vorträge, die ihr jetzt vielleicht nicht mitbekommen habt, die letzten 2 Tage. Es war ja doch heute auch echt schönes Wetter, euch auf Facebook noch anzuschauen, damit ihr einfach wirklich die Fülle der Informationen, die wir euch hier zur Verfügung stellen möchten, auch ausschöpfen könnt. Und ich freue mich natürlich auch, wenn ihr mal auf meiner Webseite vorbeiguckt. Das ist chandra-deva.de. Ihr seht alle meinen Namen als Moderator, hoffe ich. Sehen den alle? Vielleicht mal ein Ja oder Nein in die Kommentare. Habe noch kein Ja und kein Nein. Ah, ja, okay. Also ihr seht meinen Namen dann letzten Endes einfach chandra-deva.de. Da wird es auch immer wieder jetzt die nächste Zeit mal einen Blogpost von mir geben. Es gibt schon ganz viele Posts aus der Vergangenheit. Die dürft ihr euch gerne auch alle anschauen. Ich habe seit einem halben Jahr schon knapp angefangen, dieses Ayurveda-Wissen nahezu wöchentlich zu teilen, weil ich einfach das Gefühl habe, jetzt ist es dran, dass es in die Gesellschaft kommt und zwar total bedingungslos und kostenlos, damit wir alle damit arbeiten können, weil für mich hat es tatsächlich ganz neue Türen im Umgang mit meinen Mitmenschen und auch für einen liebevolleren Umgang mit mir selber geöffnet. Okay. Ja, das ist meine Pitta-Stärke. In der Tat, das mit dem Erklären. Ich bin ein kleiner Erklärbär, ein sehr strukturierter. Wenn keine Fragen mehr bei euch sind, würde ich mich freuen, wenn ihr noch kurz mir 2 Umfragen beantwortet, damit wir hier bei Thalamus einfach sehen, wo die Leute herkamen und damit wir uns da auch ein bisschen dran orientieren können für die zukünftigen Veranstaltungen, die wir planen. Hier habe ich die erste Umfrage für euch geschaltet. Wenn ihr, die ist anonym, also es wird nachher keiner sehen, wer jetzt was angeklickt hat, dass wir einfach sehen, wie ihr jetzt hier auf den Vortrag gekommen seid. Wo kommt ihr her? Schön. Okay, super, da danke ich euch. Und dann noch mal eine, wie es euch jetzt gefallen hat. Mein Internet ist auch schon ein bisschen langsam. Ich hoffe, bei euch geht es schneller. Wunder der Technik. Jemand mit Vata würde jetzt übrigens total nervös werden. Okay, das war's. So, und hier nochmal die 2. Umfrage für euch. Oh, das freut mich natürlich. Okay, und dann wünsche ich euch jetzt wirklich allen noch einen schönen Abend. Meine Einladung an euch, nutzt die Zeit, die ihr habt zu Hause. Macht vielleicht mal all die Dinge, für die ihr euch sonst nie Zeit nehmen wollt. Atmet viel, geht ein bisschen alleine oder zu zweit spazieren, wenn schönes Wetter ist, und macht das Beste draus. Wir sitzen alle im selben Boot, jeder für sich, wie er ist, und alle zusammen. Und ich wünsche uns, dass wir gut durch die nächsten Wochen kommen. Die Vivi hat jetzt übrigens gerade auch noch einen ganz tollen Vortrag über Liebe und Beziehung. Das passt hier auch sehr, sehr gut rein.
Also wenn ihr Lust habt, dann wechselt einfach direkt den Raum und geht noch zu Vivi rüber. Das werde ich jetzt ziemlich sicher machen. Ich finde ihre Vorträge nämlich immer absolut klasse. Und dann sehen wir uns da als Teilnehmer. Bis dann, habt eine gute Zeit.